Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Marianne. Dies ist die erste Folge, nachdem der Doc-Film Die evangelikale Welt der Lederachs, Züchtigung im Namen Gottes, ausgestrahlt wurde. Ich möchte die Geschichten weiter erzählen und andere Menschen zu Wort kommen lassen, welche auch geistlichen, seelischen oder körperlichen Missbrauch und Verrat erlebt haben. Aber ich möchte auch Hoffnung machen. Es gibt ein Leben, welches wirklich frei ist und mit diesem Schmerz einen Umgang findet. Ich habe viele gebrochene Menschen gesehen, Menschen, die es irgendwie in dieser Gesellschaft nicht richtig geschafft haben, mit Alkohol oder Drogen ihren Schmerz betäuben. Es gibt Hoffnung, darum möchte ich nicht nur über das erlebte Leid sprechen, welches wir erlebt haben, sondern auch mit Menschen reden, die Wege daraus gefunden haben. Auch ich gehöre dazu. Ich stehe heute an einem Punkt, wo ich vor 23 Jahren niemals ahnen konnte, dass ich jemals sein werde. Oft verzweifelte ich an meinem eigenen Leid, wusste nicht mehr ein noch aus, wollte sogar nicht mehr leben. Aber immer wieder gab es Gründe, wieder aufzustehen und nach dem wahren inneren Frieden zu suchen. Ein großer Punkt war die Vergebung. Für viele mag das widersprüchlich sein, aber es hat mich wirklich frei gemacht. Dabei war es mir nicht wichtig, ob mich jemand darum gebeten hat oder nicht. Ich habe Frieden geschlossen mit dem, was Menschen mir angetan haben. Ich habe ihnen vergeben, damit ich inneren Frieden finden konnte und Menschen heute ohne Vorurteile begegnen kann. Ich wünsche das uns allen, dass wir vergeben, loslassen und ein Leben ohne Schuld leben können. Aber vergessen werden wir nie. Die Wunden heilen, aber die Narben werden immer bleiben. Mit der Produktion des Doc-Films wurden sehr viele alte Wunden aufgerissen. Es sind viele Tränen geflossen, welche nicht alle sichtbar sind in diesem Film. Wir haben diese Traumata noch einmal erlebt, damit wir sie erzählen konnten. Ich bereue nicht, über 2 Jahre an diesem Doc-Film mitbeteiligt gewesen zu sein. Wir haben endlich all denjenigen eine Stimme gegeben, welche bisher nicht die Kraft dazu hatten, zu reden. Viele fragen sich, warum Lederach als sogenannter Aufhänger genommen wird. Aber hätte man nicht ihn als Hauptthema gewählt, hätte womöglich niemand darüber gesprochen und es wäre alles wieder in die Vergessenheit geraten. Er ist eine bekannte Persönlichkeit in der Schweiz und weltweit. Er war definitiv Teil des Systems. Er hat vieles möglich gemacht, weil es ihm finanziell möglich war. All die Gebäude, welche in Kaltbrunn und Bilten gekauft wurden, waren hauptsächlich durch seine Finanzierung möglich. Alle, die wir im Film mitgemacht haben, hätten uns doch so sehr gewünscht, dass die in 2021 angestoßene Aufklärung der Missstände durch eine unabhängige Stelle echt gewesen wären. Aber wir fühlten uns ein weiteres Mal verraten, nachdem wir unsere Geschichte erneut erzählt haben und danach einfach ein Bericht verfasst wurde mit einer allgemeinen Entschuldigung der Leiter. Ich hätte mir gewünscht, man hätte uns wirklich zugehört, man hätte uns wirklich um echte Vergebung gebeten. Am 1. November 2021 begann ich mit den Worten: Als ich am 9. Oktober Ihren Brief im Briefkasten hatte, kamen mir die Tränen vor Freude. Gerade kam ich von den Ferien nach Hause. Endlich, endlich ist sie da, die lang ersehnte Genugtuung oder Aufdeckung der Geschichte. Ich habe mich damals wirklich gefreut, wollte man die Sache aufarbeiten, weshalb ich auch geschrieben habe. Aber bis heute hat mich kein einziger dieser Leiter angerufen. Nein, ich erwarte auch keinen Anruf. Aber ich fühle mich mit dem allem, was geschehen ist und wie die Aufarbeitung stattgefunden hat, erneut verraten. Nachdem ich auch weiß, dass Evelyn Falk mehrfach über 2 Jahre versuchte, Interviews zu bekommen mit den betreffenden Personen und diese ständig abgelehnt wurden, weiß ich, dass es ihnen nie um die Aufklärung ging. Warum geben sie jetzt plötzlich Interviews an Zeitungen und Fernsehstationen? Warum konnten sie nicht einfach hinstehen und dazu stehen, was getan wurde, was man gemacht hat? Sie hatten so viele gute Chancen gehabt, all dem ein Ende zu setzen und für uns einen guten Anfang zu machen. Aber einmal mehr versucht man, alles unter den Teppich zu kehren und so zu tun, als ob sie nicht gewusst hätten, was alles geschah und alles seit 2002 vorbei sei. Man hört Sätze wie: Wenn die Vorwürfe wahr sind, dann distanziere ich mich von meinem Vater. Oder: Es tut mir leid, was die Betroffenen erlebt haben.
Wollen Sie uns damit sagen, dass Sie nichts gewusst haben und nichts gesehen haben wollen? Ich glaube Ihnen das nicht. Die Leitungsposten wurden von der jungen Generation übernommen, welche mit all dem geprägt wurde und darin aufwuchsen. Wie ist es möglich, dass Sie diese komplett anders und losgelöst von Ihrem eigenen Erlebten und Ihren geprägten Glaubenssätzen die ganze Sache nun anders führen? Wie ist es möglich, dass Sie ein komplett anderes Bild vermitteln können, als das, womit Sie geprägt wurden? Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich bin, wie ich bin, weil ich so geprägt wurde, wie ich geprägt wurde. Es gibt Dinge, die kann ich ändern, an denen kann ich arbeiten, aber vieles in unserem Leben ist eingraviert wie mit einem Meißel in Stein und nur die Anerkennung meiner eigenen Fehler hat zur Veränderung geführt. Aber wir reden jetzt, wir schweigen nicht mehr. Willst du auch deine Geschichte erzählen? Dann melde dich doch bei mir unter wirredenjetzt@gmail.com. Ich freue mich auf dich.